Einen wunderschönen guten Morgen aus Arusha und herzlich willkommen zum neuen Video. Hier über den Wolken ragt der Mount Meru mit seinen über 4600 Metern. Aber den will ich heute nicht besuchen. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken, dann verlasse ich Arusha und werde in die Kilimanjaro-Region fahren. Wollt ihr mitkommen? Dann bleibt dran. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach unten auf Abonnieren klicken. Würde mich freuen. Dann folgt mir einfach. Ich bin fertig zum Gehen. Daunenjacke, Regenjacke und Regenhose habe ich an. Aber jetzt geht's erstmal frühstücken, bevor wir auf die große Tour gehen. Good morning. Da kommt der Guide. Das Frühstück ist da. Kaffee. Obstplatte ist schon leer. Eier, Chapati, Süßkartoffeln. Wurst und Bohnen. Ja, Bohnen. Okay. So, es geht jetzt los. Ich bin jetzt hier vor der Lodge. Der Gottlieb, der holt mich jetzt gleich ab. Und dann bringt er mich zum Ausgangspunkt zu den und dann starten wir ab durch den Regenwald. Die Lunchboxen sind hier wiederverwendbar und nicht aus Wegwerfplastik. Baum auf die Straße gefallen. So, wir sind angekommen. Da steht das Auto. Wir sind hier bei 1400 Metern Höhe mitten im Regenwald. Und ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich hoffe, die warten auf mich. Das ist der Garten. Hier sind Avocado-Bäume, Bananen, Kaffee. Wow. Also, ja. Oh, I don't know. It's one of, yeah, kind of yam. Yam? Yes. Ah, okay. Ist Jacaranda mit den ganz feinen Blättern. Ein Orangenbaum und da oben, da hängen auch Früchte. Da hängt eine Orange. Und hier unten liegt eine. Wir sind jetzt hier. Ich muss erst mal gucken, wo wir sind. Ich glaube, es ist eine Höhle, wenn ich es richtig Hello. Verstanden habe. Hello, Pole Pole. Slowly, slowly, Caribou. We call in Kurike Cave. Ah, okay. Kurike für Vorräte. The, yes, Kurike the Chagawe. Kurike. Oh, es ist aber sehr dunkel. Diese Höhlen bauten sich die Chaga, als es zu einem Konflikt kam mit den Maasai. Die Chaga sind grundsätzlich etwas kleiner, die Maasai sehr groß. In diesen Höhlen konnten sich die Chaga viel besser bewegen und kamen auch so gegen die Maasai-Krieger an. Here are bears. Hello. 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 Having a seat. Having a sofa. Oh, here's my chair. Yes. You are sofa. Yeah. This is the sitting room. Sitting room. Ah, okay. Yes. At the same time with the kitchen. What we call in kitchen? You see this one? This is the chimney. Ah, yeah, okay.
Special, der Schornstein. Special to get out the smoke and to bring in oxygen and to get out carbon dioxide. You remember I told you, back to the time before Mama making fire underground. Das Tunnelsystem geht über viele, viele Kilometer. Die Chaga haben wirklich hier unter der Erde gelebt, gekocht, geschlafen. Die Kinder haben hier gespielt. Nach 10 Jahren durften sie erst an die frische Luft. Sie waren so irritiert und kannten gar nicht, was draußen alles so ist. Ich habe mich jedenfalls richtig schrecklich gefühlt, so gebückt dort unten. From the plants. Yes, that is the roots. Yes. And also when the rain comes on the top of the surface over there, inside it's not easy for rainfall to penetrate it. So yeah. Inside you get the moisture. After moisture being dry, so the chaga is living here for 10 years. Wow. Underground so long. Cave. Very, very long. So have some people burst into the tunnel of underground cave, and also have some people died into the tunnel of underground cave. Sound good. You can see how it looks like. Yeah. So having a distance to put up spear and to attack him down very easily. Mm-hmm. Yes. So this is security place for the soldier, for local warrior of Chaga to hide in. It's secure. Security man. Yeah. Security place for one person to hide in. Yeah. To taking care for anyone who passing down over there. Wir sind auf dem Weg zum Wasserfall und schaut euch doch mal diesen Regenwald hier an. Jetzt sind wir hier, weiß ich nicht, schon 1 Kilometer bergab gelaufen. Angekommen am Wasserfall. Schaut mal. Und er hat den Plan, mit mir dort zu den Steinen zu gehen. Ich bin schon barfuß, nicht ins Wasser gefallen. Am Doro-Wasserfall stürzt das Wasser 95 Meter tief in einen natürlichen Pool. Das ist aber nur die erste Stufe. Jede weitere Stufe ist nochmal 28 Meter hoch. Der natürliche Pool ist viel zu kalt zum Baden. Und dieses mega Grün hier drumherum, fantastisch. Tschüss, du schöner Wasserfall. Wir gehen jetzt hier durch diesen wundervollen Regenwald zurück. So, ich bin jetzt in der Lodge angekommen. Da hinten, ne, seht ihr nicht die Berge? So sieht es hier aus. Da hinten könnte man so Silhouetten von Bergen erkennen, aber ist ganz schlecht, ich sehe es schon. Jedenfalls sind wir hier am Kilimanjaro. Der Ort heißt Marangu. Und das ist meine Lodge hier. Hier ist der Eingang von meinem Zimmer. Hübsch gemacht. Wieder das Bett mit Herzchen. Jo, klein aber fein. Und hier ist das Bad. Und ich habe einen schönen Ausblick, wenn ich aus dem Fenster schaue. Wieder ist ein schöner Tag hier in Afrika vergangen. Hat euch das Video gefallen? Nächste Woche könnt ihr mich begleiten, wenn ich auf dem Marangu-Hut wandere. Das ist hier so ähnlich wie auf dem Kilimanjaro wandern. Das ist ein kleiner Bruder von ihm. Der ist nicht ganz so hoch, denke 2700 Meter hoch. Aber ja, man darf hier nie alleine wandern. Man muss immer einen Guide mitnehmen. Und ja, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann folgt mir einfach zum nächsten Video. Würde mich echt freuen. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, dann einfach auf Abonnieren klicken. Ciao! Kotere, Kimanga, Gaenda Nuka, Bogona Siro, Sikambe, Sikambe.